Die beste Übung zu kennen ist beim Erlernen eines Instrumentes natürlich sehr, sehr wichtig. Für jedes Thema, was wir flötenspezifisch haben, gibt es logischerweise eine eigene Übung. Aber welche Übung ist für welche Thematik oder für welches Problem die richtige? In meiner neuen Übungsreihe möchte ich dir die besten Übungen für die verschiedenen Themen vorstellen. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach und im heutigen Video zeige ich dir die beste Übung zum Lockerwerden. Bleib dran! Lockeres Spiel ist natürlich die Basis von allem. Wer möchte nicht locker und mühelos spielen, als wäre es alles überhaupt nichts und als würde einem alles kinderleicht von der Hand gehen? Und natürlich ist es auch für den Zuhörer viel entspannter, dir zuzuhören, wenn er das Gefühl hat, das läuft alles locker und flockig und er muss nicht mitfiebern, ob du es bis zum Ende überhaupt schaffst. Was kann denn beim Spielen alles locker sein? Zum einen natürlich sollte dein Ansatz locker sein, beziehungsweise ohne Spannung geht es nicht, aber du sollst nicht fest werden. Natürlich haben wir eine gewisse Lippenspannung, aber du sollst nicht fest werden und nicht die Lippen kneifen. Du sollst auch nicht deine Flöte hier in der Kinngrube andrücken. Das ist schon das eine. Wenn du einen lockeren Ansatz hast, hast du logischerweise auch einen freischwingenden, lockeren Ton. Zum anderen müssen natürlich und sollten deine Finger locker sein. Feste Finger hindern dich, flüssig zu spielen. Wir wollen ja eine gewisse Geläufigkeit bekommen beim Flötespielen. Und wenn du mit den Fingern wie verrückt auf die Klappen drückst und die steif machst und gerade, dann wird dir das nicht gelingen mit dem Lockerspielen. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich darauf achten, dass die Finger rund und eben locker sind. Das andere ist unsere Haltung insgesamt. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir verkrampft stehen, wenn wir vielleicht die Pobacken zusammenkneifen, die Schultern hochziehen und die Arme festmachen. Auch hier müssen wir einen gewissen Grad der Lockerheit bekommen. Und ein anderer, auch nicht unwichtiger Punkt ist natürlich so eine gewisse lockere Einstellung zu deinem Spielen. Das heißt jetzt nicht, dass du so eine Egalstimmung an den Tag legen sollst, das nicht, ne? Aber du sollst vielleicht dir selber nicht so einen großen Erwartungsdruck auferlegen. Du willst ja Spaß haben. Natürlich verfolgt man die Sache mit einem gewissen Ehrgeiz, ne? Das ist ja so beim Erlernen eines Instrumentes, man möchte vorwärts kommen. Wenn man auf der Stelle trampelt, dann macht es einfach nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn du dich nicht so unter Druck setzt und die Sache locker angehst, wirst du auch ein bisschen leichter mit der ganzen Sache umgehen und wahrscheinlich auch schneller ans Ziel kommen, als wenn du sagst, so, das muss ich jetzt aber alles können und das muss jetzt sitzen. Ne, man kann das eben nicht erzwingen. Dinge brauchen ihre Zeit und dafür so eine gewisse lockere Einstellung an den Tag zu legen, ist manchmal ganz gut. Auf jeden Fall ist das Einspielen eine gute Sache. Bevor du anfängst, an deinem Stück zu arbeiten, solltest du abgekoppelt von den Problemen bzw. Themen, die in diesem Stück vorkommen, ein bisschen sozusagen Tonkultur, Fingerkultur betreiben. Dass du also dich wirklich nur darauf konzentrierst, eben auf deinen lockeren Ansatz, auf deine lockeren Finger, auf deine gute Körperhaltung, sodass du dich warm läufst und einmal fokussierst auf die Basics, bevor du dann anfängst, an deinem Stück zu arbeiten. Es gibt sicherlich Kandidaten, die sich lieber nicht einspielen, die sagen, nee, beim Einspielen werde ich fest und ohne Einspielen geht das viel besser. Aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen Augenwischerei und eher so die Sache, dass man vielleicht lieber nicht an der Oberfläche kratzt. Ne? Sobald man sich doch ein bisschen intensiver mit gewissen Dingen beschäftigt, wird man merken, auch wo die Schwachpunkte sind. Und dieses Nicht-Einspielen und gleich am Stück üben ist eher so ein bisschen was von Ausblenden von diesen ganzen Sachen, die doch wichtig sind, wenn man weiterkommen will. Wenn man diesen Ehrgeiz nicht hat und einfach nur spielen will aus Lust und Laune, dann ist das natürlich okay. Aber wenn du einen gewissen Ehrgeiz hast und weiterkommen willst, solltest du dich einmal ein bisschen fokussiert auf die gewissen Dinge eben konzentrieren, die ich vorher angesprochen habe. Ansatz, Finger, Haltung.
Und jetzt ist es ja so, wir haben verschiedene Typen. Jeder ist logischerweise anders. Jeder hat andere körperliche Konstitution und jeder wird auf eine andere Art und Weise locker. Und der eine ist vielleicht ein Tontyp, ne? Der wird spielt sich am besten ein und wird am lockersten, wenn er einfach lange Töne aushält. Der andere ist vielleicht eher der Techniktyp, der schnelle Sachen spielt, um in Fahrt zu kommen und sich aufs Üben einzustellen. Nach meiner Erfahrung ist es allerdings das Beste, man macht eine Kombination aus beidem. Wenn man sich nur auf den Ton konzentriert, neigt man gerne dazu, dann doch fest zu werden. Und wenn man sich nur auf die Finger konzentriert, dann blendet man doch wieder hier diese Feinmotorik im Ansatz gerne aus und die Klangkultur. Und nach meiner Erfahrung ist es das Beste, eine Kombiübung zu nehmen aus Ton und Technik. Durch die fließende Bewegung dieser Kombiübung vermeidet man eben am Ansatz fest zu werden oder die Finger festzumachen. Durch die fließende Bewegung entsteht Schwung und durch Schwung entsteht Lockerheit. Nun ist ja jeder auf einem anderen Lernniveau. Der eine ist noch ganz am Anfang, der hat gerade angefangen, Flöte zu lernen. Der andere spielt vielleicht schon ein Jahr, ist da schon weiter. Und der dritte spielt schon viele Jahre und ist deutlich weiter in seinem Könnensstand. Aber für jeden, und ich mache das wirklich auch, um locker zu werden, ist diese fließende Übung wirklich total toll. Ich fange jetzt mal an für das Anfängerniveau. Beginne auf jeden Fall in einer Lage, die dir persönlich angenehm ist. Auch hier ist es so, jeder ist anders. Der eine spielt sich lieber in der Mittellage ein, der andere sagt, oh nee, da brechen mir die Töne runter, ich mache lieber erstmal unten. Und der dritte sagt, Mensch, oben geht es bei mir fast wie von selbst in der dritten Lage und dann fängst du in dem Fall am besten oben an. Also wähle eine Lage, die bei dir wirklich super angenehm sich anfühlt und da fängst du an. Ich stelle jetzt mal das Anfängerniveau vor. Da beginne ich mal in der ersten Oktave. Ich nehme jetzt mal diese Übung in G-Dur. Und für die Anfänger, die haben noch nicht so viel Luft und sind eben vielleicht noch nicht so da oben, nehme ich mal einfach zwei Töne und spiele die hin und her. Wir achten auf gute Atmung. Und gute Haltung. Alles passiert mit einer ganz großen Ruhe. Weit, wie du entspannt spielen kannst. Es geht ja darum, um locker zu werden, zum Einspielen. Und da nützt es nichts, wenn wir in irgendwelchen Lagen rumwürgen, die uns einfach nicht gut von der Hand gehen. Das müssen wir natürlich an irgendeinem Punkt machen, aber nicht, wenn wir uns locker spielen wollen. Wenn du schon ein bisschen weiter fortgeschritten bist und schon ein bisschen größeren Tonumfang hast, in der zweiten Oktave dich bewegst, kannst du zum Beispiel in der Mittellage anfangen und nimmst dann schon drei Töne. Und bevor du weiter nach oben in den Schnee gehst, wo es dann doch wieder unangenehm wird, gehst du dann wieder nach unten. Darum, sich auf die Atmung zu konzentrieren, auf den Ansatz, auf den Klang, auf die lockeren Finger. Wenn du schon länger spielst und auch einen größeren Luftvorrat hast, dann empfehle ich 5 Töne dafür zu nehmen. Dann kommen wir schon richtig in Schwung
Ich fange jetzt nochmal in der ersten Oktave an. Hier können wir schon ein bisschen die Dynamik einbauen, zum oberen Ton hinspielen, bedeutet nichts anderes als Schwung entwickeln und nach unten wieder entspannen. Mit dem Schwung zusammen kommen die Finger in Fahrt, der Ton bekommt durch den Schwung Klang und das macht dich locker. Zu achten ist bei dieser Übung auf die gute Atmung, auf einen lockeren Ton, auf runde Finger, auf gute Griffverbindungen und, wenn du schon so weit bist, auch auf sichere, gut klingende Lagenwechsel. Die Übung habe ich für dich aufgeschrieben und die kannst du dir im Download-Bereich meiner Seite herunterladen. Das habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, dass dir das Video was gebracht hat, dass du nun eine Idee hast, wie du locker werden kannst. Und mal schauen, was uns im Verlauf der weiteren Übungsreihe noch so begegnet. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir in die Kommentare vielleicht schreibst, welche Übung für welches Problem dich mal interessieren würde. An welcher Stelle du hängst und sagst, Mensch, an der Stelle, da komme ich irgendwie nicht so richtig ran und mir fehlt aber die gute Übung dazu. Dann wäre das doch ein super Anfang, hier unsere Übungsreihe schön fortzusetzen, auch genau auf dich und deine Thematik abgestimmt. Gib mir doch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns dann bald wieder bei einem neuen Thema. Bis dann!